Herzlich willkommen zu Gast bei, jetzt wäre es mir fast passiert, ich hätte fast gesagt, zu Gast bei Mika und Co. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich sitze hier bei Josefa Sommer. Josefa, erstmal hallo. Hallo. Und Mika, wer sich ein bisschen auskennt, wer vielleicht Kinder hat, die im Alter sind, Mika ist natürlich die Starheldin aus Ostwind. Und Ostwind, der wurde genau hier gedreht, hier auf dieser Treppe. Das weißt du viel besser als ich. Hier sind, glaube ich, immense Entscheidungen getroffen, ja, und dramatische Szenen. Und genau da sind wir. Josefa, mal so ein bisschen erzähl uns, wo sitzen wir hier? Das ist ja schon sehr familiär, haben wir eben schon festgestellt. Also wir sitzen ja auf der Treppe vom Haupthaus, wo wohnen meine Eltern drin. Und das ist so eigentlich die Haupttreppe in dem Film, wo alles stattfindet eigentlich, wo die Tasse vor Schreck fallen gelassen wird. Und im ersten Teil, glaube ich, war das. Und das ist so der Drehmittelpunkt, wo wir gerade sitzen. Wenn wir uns hier einmal umgucken, du hast eben so erzählt, da wohnt meine Schwester, da wohnt mein Bruder, da wohnt mein, ich weiß nicht wer noch alles, die Schwiegermutter. Das ist so ein bisschen wie bei Hanni und Nanni bei euch? Ja, man fühlt sich hier sehr wie bei Immenhof, also wie wirklich, es ist einfach so familiär alles hier. Das ist eine Familiengesellschaft, die das alles auch betreibt, den ganzen Betrieb. Und meine Schwester wohnt direkt neben mir mit ihrer Tochter. Wir wohnen hier direkt nebenan mit unseren zwei Kindern. Meine Eltern wohnen hier in dem Haus. Das heißt, wir haben auch immer eine Oma und einen Opa dabei. Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr gut praktisch. Ist. Wobei meine Eltern auch nicht viel Zeit haben immer, weil sie selber, mein Vater ist eigentlich den ganzen Tag hier unterwegs und räumt auf und baut Sprünge und also ist eigentlich den ganzen Tag auf dem Trecker unterwegs und macht Heu und Stroh und all so was eben dazugehört. Und mein Bruder, der wohnt oben in dem Haus an der Straße und meine Schwiegermutter direkt gegenüber. Also. Und ihr seid im Grunde eine Familie komplett rund ums Pferd. Das ist schon, und das schon sehr lange. Deine Eltern sind schon sehr lange hier. Seit wann? Seit 77 sind die jetzt hier oder 78. Also meine Schwester war ganz klein. Mhm. Die ist die älteste von uns. Die war, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr, als sie hierher angefangen haben. Und da war auch alles noch nicht so, wie es ist. Also es war wirklich, es gab kein fließend Wasser, es gab keine richtige Toilette, keine Heizung. Ja, also meine Eltern, es gibt Fotos, da wo man wirklich denkt, wie geht denn das überhaupt? Und meine Mutter hat sogar noch Medizin studiert zu der Zeit und war mitten im Examen. Und also es war wirklich so, wo du dir denkst, oh Gott, das würde ich jetzt gar nicht mehr schaffen. Mhm. Aber es ging irgendwie und die haben sich hier wirklich dieses Paradies aufgebaut. Und das war schon eine Passion, wenn du sagst, deine Mutter hat Medizin studiert, die Passion deines Vaters und ihr seid da hineingeboren worden? Ja, also meine Eltern haben beide Vielseitigkeit geritten früher, also meine Mutter auch, die haben sich auch übers Reiten kennengelernt in Göttingen damals. Und mein Vater hat damals den Zuchtbetrieb geführt, also in Alsfeld, an diesem auch früher noch in Darmstadt, also die Verkaufsauktionen sozusagen hat er das hat er geführt und war da Leiter und hatte eigentlich sein ganzes Leben lang mit Pferden zu tun. Und dadurch ist das halt entstanden. Also wir sind quasi damit aufgewachsen und können uns auch gar nichts anderes vorstellen. Ich habe bei dir gelesen, du hast schon sehr, sehr früh gesagt, ich will die Pferde auch beruflich machen. Ja. Warum eigentlich? Denn mal ganz ehrlich, es ist schon auch ein harter Job. Es ist ja nicht alles immer nur wie bei Hanni und Nanni. Ja, es ist ein harter Job, wobei ich jetzt nicht den Weg gegangen bin, den vielleicht andere gegangen sind, wie die Ingrid Klimke und Michi Jung und so. Die haben das ja wirklich, die haben das ja studiert, sage ich mal. Ich bin ja eher über die Physiotherapie-Schiene so ein bisschen da reingerutscht. Ich habe erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe zwar immer geritten, habe aber erstmal so eine Grundausbildung gemacht als Physiotherapeutin nach dem Abitur, war dann auch nochmal im Ausland und habe einfach noch gar nicht so viel Pferde gemacht, als ich so zwischen 18 und 20 war. Hatte dann ein Pferd, was ich auch immer geritten bin und habe auch immer Sport betrieben, aber halt nie so erfolgreich, sag ich mal. Ich war eigentlich mehr Letzter als Erster. Okay. Also ich bin auch öfters mal runtergefallen. Da lernt man auch was, mehr Letzter als Erster. Also ich habe viel Pony-Deutsche Meisterschaften geritten und auch dann Junioren und junge Reiter hatte ich leider kein Pferd, aber die Tour habe ich schon immer mitgemacht. Aber war wirklich damals Kreuth Junioren-Deutsche Meisterschaften war ich wirklich mit Abstand Letzte. Das ist doof. Aber letztendlich habe ich schon auch daraus gelernt. Also schon auf jeden Fall. Man muss ja auch die Niederlagen irgendwie erleben, finde ich. Es ist immer schwierig, wenn man als junger Mensch schon hoch erfolgreich ist und auf einmal dann vielleicht mal was passiert. Also ich kann jetzt den Erfolg, den ich jetzt mit Hannes habe, wirklich auch, weiß ich, einfach zu schätzen, glaube ich. Also das ist einfach schon was Besonderes. Hat man nicht immer. Nee. Das ist schon. Ich würde sagen, zu Hannes und Co. und deinem Reiten kommen wir gleich noch. Ich kann nicht umhin, die Frage brennt,
Wie stelle ich mir denn das vor? Hier klingelte irgendwann mal das Telefon, Mensch, wir wollen einen Pferdefilm drehen, das würden wir gern bei euch machen. Ganz so war es wahrscheinlich nicht. Nee, hier gab es irgendwie, glaube ich mal, ich weiß gar nicht mehr, das war schon so lange her, aber hier gab es mal so einen Filmscout, kam hier mal her und hat sich diese, hat sich das alles angeguckt und hat dann gefragt, ob wir Interesse hätten, das als Filmhintergrund mitzuhaben. Also, und dann haben wir erstmal ja, natürlich gesagt, ja, und wussten aber noch gar nicht, was eigentlich auf uns zukommt. Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich glaube aber, dass die vorher in Westfalen angefangen haben und da mal gefragt haben, aber die westfälische Filmförderung irgendwie nicht so mitgespielt hat und die hessische aber natürlich mehr. Und dadurch hat sich das hier kristallisiert. Meines Wissens, korrigiert mich, wenn es falsch ist, sind es jetzt 4 Ostwind-Filme? Fünf. Also der 5. wurde gerade gedreht. 4 sind im Kino schon gewesen und der 5. wurde gerade gedreht. Und das heißt ja, wahrscheinlich hier wochenlang Ausnahmezustand? Gar nicht mal so. Also es ist Ausnahmezustand auf jeden Fall. Also jetzt gerade zum 5. Teil war es wirklich Wahnsinn, was sie hier auffahren. Teilweise an Windmaschinen, um Sturm zu machen. Und also es ist schon verrückt. Also, guck mal, wir haben heute gar keine Maschine dabei. Ja, also riesengroße Kräne, Kameras, die so quer über den Hof fliegen, also an so einen Kran. Mhm. Und das ist schon irre, was da. Da kommen LKWs scharenweise und Menschenmassen. Das ist schon, aber dann letztendlich der Dreh der Szene ist ein ganz kleiner und ist auch, es wird halt ganz viel gedreht. Ne? Also es, wenn jetzt zum Beispiel heute auf der Treppe gedreht wird, dann wird auch den ganzen Tag auf der Treppe gedreht. Die und der Rest des Hofes ist dann für euch genau, Luft und aber wir müssen gewesen. Ja, das schon, aber wir müssen schon immer darauf achten, wenn die drehen, dürfen wir nicht reden. Also dann muss schon alles still sein und dann darf kein Pferd über den Hof und die Autos dürfen nicht hier stehen. Und das ist schon, muss man schon ein bisschen was beachten, aber letztendlich können wir schon alle unsere Sachen machen, die wir sonst auch machen. Ihr wart da auch nicht involviert oder hattest du mal irgendwie so eine Rolle, durftest mal einen auf die Koppel führen? Im ersten Teil bin ich über die Leinwand geritten. Aha, da, wir müssen alle nochmal den ersten Teil gucken. Ja, mit einem Schritt aus dem Hof raus und das habe ich ungefähr 30 Mal gemacht. Ah, 30, das geht ja noch. Ja. Ihr habt auch Ferienkinder, ja. Darauf hat das sicher auch Auswirkungen gehabt, aber ich würde sagen, da laufen wir jetzt erstmal los und gucken uns hier erstmal alles an. Und sehr gerne. Ich glaube, die erste Station wäre dein, wie du so schön sagst, dein Arbeitszimmer. Mein Arbeitszimmer. Da gehen wir jetzt mal hin. So, wir schlendern jetzt über den Ostwindhof. Ich reite auch nicht mehr lange. Über die Heiligenhallen. Zum Arbeitszimmer. Was heißt denn Arbeitszimmer? Ja, mein Beruf ist ja nun mal die Physiotherapie, die ich auch mit Leidenschaft betreibe und das auch wirklich liebe. Ja. Ich hatte früher eine Praxis für Menschen hier im nächsten Ort, habe das jetzt aber alles umstrukturiert auf die Pferde. Weil also Menschen schwieriger sind als Pferde? Oder andersrum? Und nicht unbedingt, nur es wurde dann tatsächlich zu viel. Also wenn ich Menschen und Pferde und Reiten, das ist einfach zu viel gewesen dann. Und ich habe beide Ausbildungen eben gemacht und habe jetzt dadurch, dass ich halt hier auch wohne und wir jetzt eben so Möglichkeiten von diesem Raum haben, haben wir halt ein Therapiezentrum draus gemacht, sodass wir halt alles haben. Und wir können die Pferde, die zur Therapie kommen, können wir mit aufbauen. Also ich kann sie reiten, ich kann anfühlen, was mit dem Pferd nicht stimmt, wo können wir ansetzen mit den Behandlungen. Wir können eigentlich alles machen, so wie es eigentlich sein soll, glaube ich. Und Menschen machst du gar nicht mehr? Also ich mache immer noch mal Notfälle von meinen Stammpatienten auf jeden Fall, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Natürlich mache ich dann auch Menschen, aber ich habe jetzt nicht mehr die Praxis, die ich halt so mal gemacht habe, als ich noch keine Pferde gemacht habe. Wollen wir reingehen? Ja. Jetzt stehen wir in deinem Arbeitszimmer. Was hast du so schön gesagt? Mein Herzenszimmer? Ja. Aber, also jetzt sieht es ja super aus. Ja. Aber der Weg war relativ weit und die Geschichte dahinter, die ist ja eigentlich total irre. Ja. Wie bist du denn zu diesem sehr, sehr schönen Arbeitszimmer gekommen? Also ich habe einen ganz tollen Pferdebesitzer, der mich lustigerweise nach der Euro in Stregaum angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal auf Pferde von ihm reiten möchte. Und dann habe ich dazu auch natürlich zugestimmt und dann war ein Pferd dabei, was eben sehr schwierigen Rücken hatte. Also der war wirklich unglaublich fest und auch ein bisschen Kissing Spines und wirklich nicht schönen Rücken hatte. Und dann habe ich ihm halt vorgeschlagen, mit dem Pferd zusätzlich zu der Physiotherapie eben nochmal zum Aquatrainer zu fahren. Also den hast du behandelt? Genau, den habe ich behandelt und geritten. Das mache ich ja generell immer mit allen Pferden. Also ich behandle die und reite die. Und da habe ich halt gesagt, es ist für das Pferd wirklich sinnvoll, vielleicht mal zum Aquatrainer zu fahren, um die Rückenmuskulatur wirklich noch besser aufzubauen. Weil der unterm Sattel eben nicht so gut aufgebaut hat, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Da haben wir so einen... Genau. Und dann bin ich da immer hingefahren zu dem Aquatrainer und dann
hat er gesagt, wieso machen wir das denn nicht bei dir? Du hast doch alles da. Also wir können doch das auch bei dir hinstellen sozusagen und dann können wir da was draus machen. Und dann habe ich natürlich mich total riesig darüber gefreut und habe gesagt, natürlich, wo sollen wir das machen? Und dann war er hier, hat sich das hier alles angeguckt. Und dann haben wir aus diesem Raum eben diesen tollen Raum gezaubert, der halt früher wirklich Fohlenscheune war. Idee hat. Zeig doch ruhig einmal die Bilder. So also sah das vorher aus. So sah das ich vorher schon aus. Relativ. Hier hinten war so ein Hafersilo drin. Hier sind unsere Fohlen drin aufgewachsen. Also es war ein Fohlenlaufstall mit Heu und allem Dreck, den man eben so da drin hat, wenn man eine Scheune hat, die man halt mal benutzt und mal nicht. Ja, ja, ja. Und wer hatte denn, ich meine, da braucht man schon ein bisschen Fantasie, wenn man das jetzt so sieht und sieht jetzt das. Ja. Wer hatte die Vision? War das deine, dass du sagtest, hier passt das? Oder? Ja, wir haben halt alle hier drin gestanden und er hat den Raum sich auch angeguckt. Man, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier könnte sowas reinpassen. Mhm. Und dadurch, dass ich eben schon mal da in sowas, bei sowas war, wusste ich ja, wie groß das etwa ist. Und mein Bruder hat eine sehr gute räumliches Sehen oder kann sich viel vorstellen. Und der hat dann gesagt, warum machen wir es nicht so? Da hinten machen wir einen Abspritzplatz, hier machen wir den Aquatrainer und oben drüber noch ein Solarium. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann hat er mir das gezeichnet, hat das einmal mir vorgelegt und dann habe ich gesagt, okay, das passt perfekt, das machen wir. Und dass das aber so ein Raum wird, das konnte man sich natürlich in dem Moment noch nicht vorstellen. Ne? Wir haben dann die ganzen Wände abspritzen lassen, alles neu verfugt, dass sie rauskommen. Das ist alles, die sind altbelassen? Alles altbelassen, nur auf neu gemacht sozusagen. Und das hat, diese Wände haben halt den Vorteil, dass es unheimlich kühl ist im Sommer. Mhm. Und im Winter kannst du es eigentlich auch ganz gut heizen, weil alles hier drinnen bleibt, durch die dicken Tore und die Mauern. Das ist eigentlich alles schon, und es hat natürlich auch einen gewissen Flair, finde ich. Absolut. Jetzt sagt man doch, aber ihr Vielseitigkeitsreiter, ihr müsst ja immer ewig trainieren. Das ist ja auch klar, logisch. Wie viel Zeit hast du denn noch, hier überhaupt in deinem Arbeitszimmer zu sein? Also ich habe ja das Glück, hier einfach zu wohnen und alles hier im Haus zu haben und auch tolle Schüler. Das ist aber auch manchmal das Pech, oder? Man ist immer greifbar. Ja, wobei das hier eigentlich, wir müssen tatsächlich Termine machen, um uns zu sehen, weil wir alle ja arbeiten und alle wirklich, wir sind ja eine GbR, eine Familien-GbR und wir müssen Treffpunkte ausmachen, wo wir mal zusammensitzen und alles besprechen. Mhm. Und ich habe ja das Glück, hier zu wohnen und meine Eltern hier zu haben, sodass wir mit den Kindern auch immer gut alles irgendwie organisieren können. Und ich arbeite halt morgens im Stall, dann reite ich, bin dann mittags irgendwann fertig und dann habe ich nachmittags hier den Therapiebetrieb. Und das passt halt super, weil ich das von zu Hause aus machen kann. Und wie viele Pferde reitest du und wie viel hast du im Therapiebetrieb? Ich hab ja hier viel Laufkundschaft, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie viele Pferde ich hier im Therapiebetrieb habe. Bei mir stehen habe ich immer 2 bis 3. Es kommt immer darauf an, wie viele eben gerade akut da sind. Jetzt momentan ist nur 1 da, weil das andere gerade gegangen ist. Mhm. Aber habe immer eigentlich so 2 bis 3 Therapieboxen feste, wo dann eben auch mal Notfälle kommen können oder mal ein Pferd nur für eine Woche. Wenn jemand in Urlaub fährt, der möchte gerne, dass das Pferd eine Woche in Aquatrainer kommt, dann kommen die auch zu mir. Mhm. Und dann habe ich eben den restlichen Boxen sind Brit-Pferde. Es sind 6 Boxen noch, also ich habe 6 Brit-Pferde plus einen eigenen noch. Mhm. Und die reite ich dann auch. Was wäre denn nur mal als Beispiel, was ist denn so ein Notfall? Da sagst du, der muss jetzt sofort herkommen. Es ist immer schwierig zu sagen. Jetzt zum Beispiel ein Pferd, was einen Sehnenschaden hatte und jetzt wieder antrainiert werden soll und die aber zu Hause die Möglichkeiten nicht haben, den Schritt zu führen oder dass er im Wasser laufen soll. Und es gibt ja viele Sachen, wo man das zu Hause in einem Einstallerbetrieb nicht so ganz hinkriegt. Ne? Wenn ein Pferd nicht auf den Paddock gehen darf, aber 2-mal am Tag 10 Minuten Schritt geführt werden muss. Und wenn man berufstätig ist, ist es halt eben schwierig, das umzusetzen. Ne? Also, und das ist ja auch steigernde Schrittbewegung. Also das Pferd, wenn du einen akuten Sehnenschaden hast, es ist ja nicht mehr so, dass du die einsperrst in eine Box und die sollen da jetzt kurieren, sondern du sollst sie schon in Bewegung wieder aufbauen. Und das so als Privatmensch in einem Einstellerbetrieb hinzukriegen, ist nicht immer einfach. Hilf uns noch einmal ganz schnell, Aquatrainer. Hinten rein, vorne raus. Hinten rein, vorne raus, genau. Darunter logischerweise klar das Laufband und mit der Wasserhöhe spielst du, oder? Genau. Also wenn die Pferde das erste Mal da sind, dann es kommt immer auf das Pferd drauf an. Es gibt ja auch Pferde, die einfach Angst oder noch nie auf dem Laufband waren und das nicht kennen. Mhm. Dann haben die Angst und sind so ein bisschen verkrampft. Dann lasse ich die erstmal nur auf dem Laufband laufen mit einem ganz bisschen Wasser, dass sie überhaupt erstmal
das Kennenlernen. Deswegen empfiehlt sich halt immer, wenn die Leute hierher kommen, dass sie eine Zehnerkarte haben, um die Pferde wirklich langsam... Das ist ja wie im Schwimmbad. Ja, weil es ist okay. Halt, du kannst halt kein Pferd, was das nicht kennt, direkt hoch. Ja. Das kann sich am nächsten Tag nicht mehr bewegen. Jeder kennt das, wenn er mal an der See war und vielleicht auf einer Sandbank gelaufen ist. Es ist schon extrem anstrengend, gegen Wasser zu laufen. Ja. Ist das auch so, je höher oder niedriger, dann werden eben auch andere Muskelpartien angesprochen. Damit genauso wahrscheinlich auch noch. Ja, genauso ist es. Also je höher, desto mehr muss das Pferd durch den Körper arbeiten, desto mehr hast du die Beugung in den Gelenken, desto mehr mobilisierst du das ganze Pferd, aber desto anstrengender ist es auch. Das ist, deswegen, wenn die kommen das erste Mal, dann ein bisschen Wasser, nicht ganz so lange, und das steigert man dann langsam. Sonst hast und du so keinen Hannes, Effekt. Um jetzt auf Hamilton, sagt hier keiner, also sagen wir einfach Hannes, zu kommen. Was macht der da drin für Einheiten? Der läuft nicht zu lange, also der läuft auch nur zwischen 15 und 20 Minuten, sage ich mal, und der läuft aber relativ hoch. Also ich mache es nie höher als bis intensiv, zum Karpalgelenk. Aber, okay. Ja, also das, weil es bringt einfach nichts, weil du dann wieder, wenn du es noch höher machst, müssen die Pferde so doll gegen den Widerstand arbeiten, dass sie den Rücken schon wieder wegdrücken. Okay. Also du willst ja schon, dass die Pferde über den Rücken arbeiten und mit einem langen Hals laufen. Und das kriegst du eigentlich am besten, wenn du die Wasserhöhe bis zum Karpalgelenk hast. Sehr spannend, sehr gut. Prima, ich würde sagen, dann gehen wir noch mal ein Stück weiter. Ja. So, jetzt stehen wir hier in der Mitte von, ich verkneif's mir. Gut Kaltenbach. Nicht Gut Kaltenbach, sondern, sag uns einmal, wie heißt denn hier euer super idyllischer Hof? Gut Walzrott. Gut Walzrott. Wir waren gerade da hinten, Aquatrainer, dein Arbeitszimmer mit deinem Stallbereich. Mhm. Was haben wir jetzt hier? Das sind die ganzen Pensionsställe, also Pensionsstall 1, 2, 3. Okay. Und hier haben wir noch einen Betrieb für behinderte Kinder oder Kinder mit Behinderungen, Handicap. Ja. Und die Pensionspferde, das macht alles dein Vater. Und die, das Therapiereiten? Therapeutisches Reiten, das macht der Verein zum Ponydrom. Also Ponydrom das machen e.V. die selbst. Ja. Okay, alles klar. So, und dann haben wir hier oben noch, was sehen wir denn hier noch? Hier ist der Stall von meiner Schwester mit Ponyreitschule und Kinderbetrieb und Reiterferien und sowas alles. Das befindet sich alles hier in dem Bereich. Und da oben sind unsere Wohnungen und Häuser. Das heißt also, wenn hier Sommerferien sind, habt ihr hier auch Voll-Action? Ja, dann ist richtig Reiterabzeichenlehrgang oder es kommen auch die ganz Kleinen zum Reiten. Und können die hier auch wohnen? Die können sich die Ferienwohnungen mieten, aber die sind dadurch, dass wir ja hier nochmal Filmdreh hatten, relativ viel ausgebucht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hier kommen wahrscheinlich viele Mika und Ostwinds. Genau. Ist das so? Ja, ist so. Okay. Genau so ist es. Ja. Und dann sage ich, ich will auch mal. Und die wollen dann aber wahrscheinlich auch Ostwind sehen. Was machst du wir dann? Wir haben ja viele schwarze Pferde hier. Die kriegen dann so ein paar Streben ins Haar. Aha, hier wird getrickst. Achtung. Nein, das ist sicher gewollt. So, und jetzt kommen wir hier hinten. Ihr habt zwei Reithallen. Mhm. Die werden von dir aber, glaube ich, nicht ganz so viel benutzt, ne? Ja, wenn es in Strömen regnet, gehe ich auch mal in die Halle, keine Frage. Okay. Aber ich, solange es geht, versuche ich schon draußen zu reiten. Ja, also auf dem Platz haben wir einfach mehr Platz und mehr Möglichkeiten. Wir haben einen Dressurplatz, einen Springplatz. Wir haben ein tolles Gelände mit viel Bergen. Also ich muss ja auch alle 5 Tage an den Berg zum Galoppieren. Das habe ich hier Gott sei Dank auch alles. Von daher. Und diese Trainingspläne, du sagst gerade alle 5 Tage an den Berg zum Galoppieren. Wer sagt die alle 5 Tage? Machst du das oder mit wem besprichst du das? Das ist eigentlich ein normaler Trainingsplan für ein Pferd, was im Vielseitigkeitssport geht. Mhm. Sollte man schon alle 5 bis 6 Tage ein Ausdauertraining einbauen. Mhm. Ich mache aber auch vom DOKR so ein Trainingsprinzip oder Konzept mit, wo das übertragen wird ans DOKR. Also ich reite immer mit GPS. Okay. Und dann sehen die, wie lang ich galoppiert bin. Genau, dann wird nochmal Laktat gemessen und sowas alles, damit man wirklich den Fitnesszustand des Pferdes perfekt weiß. Und über die Jahre kommt man da auch so rein. Also deswegen hat sich eben ausgetestet, je mehr, also alle 5 bis 6 Tage ist so das Beste, was du machen kannst. Okay, okay. Und jetzt ist es ja nicht mehr lange, es sind noch knapp 3 Wochen bis zur Euro. Zweites Mal Euro, das Herz puppert schon oder bist du noch extrem entspannt? Naja, man ist schon aufgeregt, aber man freut sich drauf. Also es ist schon wieder ein tolles Erlebnis, hoffe ich, wird es werden. Also man freut sich einfach auf das, was da kommt, wenn es kommt. Es kann ja auch noch viel passieren. Na ey, oh, Holz. Es ist ja einfach so. Also es ist leider, man sitzt ja gerade an Julia, leider Gottes. Es ist einfach,
Pferde können sich verletzen. Es kann ganz schnell passieren, dass du nicht mehr dabei bist. Deswegen freut man sich über jeden Tag. Je näher man rückt, ja, desto besser. Und alles ist heil. Und alles ist heil. Und ja. Ja, ja, ja. Und hier kommen wir jetzt so ein bisschen in dein Areal. Du hast einen eigenen Geländeplatz. Klar, anders geht es gar nicht, wenn man das nicht regelmäßig trainieren kann. Ne? Wobei ich mit Hannes jetzt nicht mehr viele Geländetrainings mache. Ja, also die jungen Pferde, wir haben hier jetzt nicht so die Möglichkeiten wie jetzt zum Beispiel in Warndorf. Wir haben hier kleine Baumstämme, kleine Gräben, mal einen Wassereinsprung und so. Das haben wir alles hier. Das können wir mit den jungen Pferden hier alles machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt richtig Geländetraining machen möchte, dann fahre ich schon zum DOKR nach Warndorf. Wie weit ist das für dich? Das sind 167 Kilometer, also 2 Stunden. Machst du einen LKW voll dann, sonst lohnt sich nicht. Ja, das schon. Und dann haben wir hier Dressur, Springplatz. Trainierst du hauptsächlich alleine, glaube ich? Aber hast ich habe einen Springtrainer, wo ich versuche, so oft es geht hinzufahren, hier nach Oberkaufungen, dass ich nicht immer bis nach Warndorf fahren muss, weil es ist halt schon auch immer eine Strecke und mit Familie nicht immer einfach zu organisieren. Ja. Der hilft mir sehr viel, das ist der Michael Moss, der einfach mich super kennt, die Pferde gut kennt und einfach mir da schon wirklich viel und mich auch wirklich mal auf den Hintern setzt, sage ich mal, sagt hier jetzt so und so musst du das aber jetzt mal machen, sonst wird das nichts. Und das ist schon, das ist so mein Hauptmentor, in Anführungsstrichen, sage ich mal, der mir wirklich viel hilft. Und der kommt auch mit zur Euro dann? Das schafft er mal. Auf der Euro haben wir ja unsere Disziplintrainer. Also da ist Hans. Und das ist dann kein Problem? Also viele brauchen dann ja mental so ihren Steady Coach, der ja, man ist ja über Telefon auch miteinander verbunden, aber im Prinzip kennen die Trainer am DOKR, Markus Döring, kennt mich ja auch sehr gut. Da fahren wir schon auch immer zum Springen hin, wenn es geht. Und auch Hans Melzer kennt mich ja schon über die Jahre. Also, und auch Jürgen Koschel, der hilft mir in der Dressur, die kennen die Pferde und alles. Das ist schon, kriegt man schon auch gut dann hin mit den Disziplintrainern, die da sind. Aber ich brauche ja jemanden, der mir hier auch viel hilft. Ja. Und dadurch, dass ich Familie habe, kann ich eben nicht immer so weit zum Training fahren. Das habe ich letztes Jahr viel gemacht, aber das kriegt man gar nicht so gut organisiert immer. Ne? Weil du musst schon mal alle 2 Wochen musst du schon mal zum Springtraining fahren. Also das ist schon. Ja. Und das ist halt einfacher, wenn ich hier um die Ecke fahre, als wenn ich immer nach Warndorf fahre. Ich weiß ja, die Vielseitigkeit ist die Krone der Reiterei. Und ich formuliere mal aus meiner Sicht, das Herzstück ist ja die Dressur. Ja. Mit wem trainierst du ein bisschen Dressur? Das ist der Martin Radfelder, der kommt aus Hamburg. Der kommt immer, versucht eigentlich einmal im Monat zu kommen, hierher zu kommen. Dann versuche ich auch alle Pferde mit ihm einmal zu reiten. Es ist aber auch nicht immer so einfach, da Hamburg und Kassel natürlich auch ein bisschen voneinander entfernt sind. Und der kommt aber auch tatsächlich auch mal immer mit zum Turnier, wenn zum Beispiel Marbach Anfang des Jahres, da kommt er hin und hilft mir. Oder auch Lomülen ist ja dann auch mal da, also auch deutsche Meisterschaften und so. Das ist schon, dann hilft er mir auch auf dem Turnier, weil er Hannes auch sehr gut kennt, mich gut kennt. Mhm. Also das sind schon so die Heimtrainer, die man hat und mit denen man viel trainiert. Und ja, versucht das Beste irgendwie also man zieht sich ja aus jedem Trainer auch was raus, was man für sich braucht. Und je mehr, desto besser. Also ne, das ist schon ein gutes Prinzip so momentan. Jetzt waren wir einmal rund um Gut Weizrott. Nicht, dass ich wieder was Falsches sage. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Jetzt sitzen wir nämlich direkt neben dem Star Total von Josefa. Und das ist natürlich Hannes, der steht rechts neben uns. Wir sitzen hier im Stall. Im Hintergrund zwei Youngster. Hier auch noch ein Youngster. Also du bist auf jeden Fall, hast genug zu tun, hätte ich jetzt fast mal so. Wir haben eben gerade schon gehört, mit wem du trainierst, wer dich jetzt unterstützt. Jetzt heißt, in 3 Wochen ist Europameisterschaft. 2017 bist du die erste Euro geritten, das erste Mal Aachen geritten. Aber der Weg dahin, der war ja jetzt nicht immer ganz einfach. Steinig, okay. Du hast schon, wir haben ein bisschen geplaudert. Also Josefa hat ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Sag uns 2, 3 Begebenheiten, die uns allen Mut machen, weil wir alle ja permanent Lehrgeld zahlen. Fang mal bei den Ponys an. Was ist denn so das erste Erlebnis, wo du denkst, boah, da habe ich viel gelernt? Also ich hatte einen super Pony, muss ich dazu sagen, die immer schnell im Gelände war, aber überhaupt nicht Dressur ging. Also es war wirklich nicht so wirklich gut möglich. Und dann hatte ich eine, also ich bin, glaube ich, 3-mal Deutsche Meisterschaft Pony geritten und hatte endlich mal eine gute Dressur an der Deutschen Meisterschaft. Also gute Dressur heißt unter 70 Punkten. Das ist schon süß, ja. Und hatte auch ein gutes Gelände, mal 0 und in der Zeit. Das hatte ich halt auch nicht so oft. Also war wirklich so, dass ich so unter den besten 35 vielleicht war, glaube ich.
Und im Springen war ich dann aber so furchtbar aufgeregt und völlig fertig. Und meine Mutter war damals auch mit und die hat mich auch nicht viel beruhigt. Die war eher so, dass sie immer noch schlimmer aufgeregter war. Und es war immer ein super Team. Es waren alle nervös. Dann habe ich leider im Springen den falschen Sprung gesprungen und bin ausgeschieden. Oh, und seitdem darf deine Mutter nicht mehr mitfahren, oder? Sie darf immer mit, wann immer sie will. Aber es ist halt, jetzt können wir drüber lachen. Damals, glaube ich, hatte sie es dann nicht so leicht mit mir auf dem Heimweg. Also ich glaube, ich habe die... Naja, hallo, da liegt ja auch das Herzblut drin. Ist doch klar. Es war lustig. Also damals nicht, aber jetzt ist es lustig. Und ich glaube, man hat daraus gelernt. Man geht den Parcours wirklich gut ab jetzt. Merkt sich die Sprünge, um keinen falschen Sprung zu springen. Aber dieser Punkt der Aufregung, weil du sagst, du hast dich ja eigentlich wegen der Aufregung verritten, ne? Wie hast du den in den Griff gekriegt? Da kann man ja nicht auf irgendeinen Knopf drücken. Nee, den kriegt man auch nicht so gut in den Griff. Also ich glaube, man ist schon, ich glaube, jeder ist, glaube ich, ein ganz normales Bedürfnis, also was heißt Bedürfnis nicht, aber es ist normal, aufgeregt zu sein, gerade bei einem großen Turnier. Und wenn man auch noch gut liegt, dann ist man noch aufgeregter, aber man versucht das schon, also ich versuche das mittlerweile wirklich auszublenden, dass ich nicht reinreite, sage, okay, jetzt mal kurz. Und das geht? Also bis jetzt funktionierte es ganz gut, in den letzten Jahren. In den weisen, erfahrenen. Ja. Naja, kommen noch hoffentlich ein paar, aber. Dann war Junioren, junge Reiterzeit, da warst du auch dabei und auch da hast du, glaube ich, ein relativ einschneidendes Erlebnis gehabt. Ja, ich hatte wirklich Pferde, die nicht immer von alleine liefen. Du hast ja hauptsächlich Pferde hier vom eigenen Hof, aus der eigenen, damals noch eigenen Zucht deines Vaters. Ja, oder ich habe auch Pferde von meiner Schwester übernommen. Mhm. Also die ist ja 5 Jahre älter als ich und wenn die rausgewachsen war sozusagen, habe ich das Pferd übernommen und habe damit weitergeritten. Und damals war das auch ein Pferd, Percy hieß er. Der war eigentlich ein gutes Pferd, aber rotzfrech. Also wirklich ganz schlimm frech. Und dann hat er in der Dressur, auf dem Abreitplatz ging er echt gut. Und da dachte ich, oh, heute klappt's. Und bin reingeritten und dann hat er wirklich die komplette Dressuraufgabe nur gebockt. Also in jeder Wolte hat er gebockt, gestiegen, umgedreht. Also dass sie mich nicht abgeklingelt haben. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja, aber also, sie haben dich zu Ende reiten lassen. Sie haben mich zu Ende reiten lassen, haben mir aber auch die dementsprechenden Punkte gegeben. Und im Gelände damals war es noch so, dass es... Weil das ist eine Wegestrecke, eine Rennbahn, wo du schnell reiten musstest und nochmal eine Wegestrecke, bevor du dann auf die eigentliche Geländestrecke gegangen bist. Und das war, also er ist schon Wegestrecke gegangen, Rennbahn gegangen und nochmal Wegestrecke. Er war schon eine halbe Stunde unterwegs, dann bin ich losgeritten, Kuhstrecke. Bis zum 5. Sprung hatte ich ein super Gefühl, dachte ich, jawohl, jetzt geht's. Dann reite ich um eine Kurve rum und der bockt wie ein... Wirklich schlimm. Auslöser? So, keine Ahnung. Lust. Einfach, weil er gedacht hat, vielleicht er hat jetzt keine Lust mehr weiterzulaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand das doof und hat mich dann runtergebockt. Und ich bin dann wirklich runtergefallen. Damals gab es eben solche Strafzonen. Und wenn du in diesen Strafzonen runterfällst, hast du eben 60 Punkte. Oder 60, glaube ich. Aber da hat man eigentlich keine Lust mehr weiterzureiten, oder? Ich bin auch froh. Heute ist es ja so, dass du dann aufhören darfst. Ja. Damals musste ich weiterreiten. Und das Schlimmste ab dann null. Und dann war er null. Also er war an den Sprüngen immer gut. Also aber das ist. Ich bin dann auch als erstes ins Springen geritten. So umgekehrt Reihenfolge. Aber es war halt so. Also dagegen ist das doch mit Hannes alles easy, oder? Also vielleicht ist das auch, deswegen weiß ich es auch zu schätzen, glaube ich, wie es der für ein toller Kerl ist einfach. Es gibt eine Sache, die darf nicht passieren, habe ich mir erzählen lassen. Es darf bitte kein Sprung da stehen, der aussieht wie eine Kutsche mit schwarzen Pferden vorn dran. Das ist jetzt gemein, okay, aber diese kleine Geschichte gönnen wir uns noch. Ja, also es... Er mag keine schwarzen Pferde, deswegen ist auch lustig, dass Ostwind hier gedreht wurde, weil er einfach wirklich Angst hat vor Oder Großen. Hat er seitdem irgendwas mit schwarzen Pferden? Nee, also das schwarze Pferd in Holland damals, in Renswoude war das, hat er da, bevor der Filmdreh war, hier kennengelernt in Renswoude und hat, das war wirklich so ein schwarzes Pferd von einer Kutsche mit einem echten Schweif und wehender Mähne, aber eben aus Plastik. Aber es sollte eben das Kutschpferd sein und wir sollten nur über die Kutsche springen. Und er dachte sich aber, er kam aus dem Wald raus um die Kurve und er hat das von Weitem gesehen und ist schon gleich mit mir in die andere Richtung. Also ich kam da überhaupt nicht hin zu dem Sprung, nicht annähernd.
Und dann lustigerweise war hier Ostwind-Dreh, Teil 1. Und dann bin ich von dem Turnier wiedergekommen. Und dann am nächsten Tag sind die hier mit dieser Attrappe, mit dieser schwarzen Pferdeattrappe über den Hof gefahren. Und er hat sich nicht mehr eingekriegt. Katja hat das Pferd aus Holland hierher gebracht. Also der war wirklich fix und fertig. Also das mag er wirklich nicht. Also bis heute nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Weil er steht da jetzt mega entspannt. Und der hat eben manchmal so komische Anwandlungen. Also der ist einfach, manche Dinge mag er nicht. Und dann mag er sie auch nicht. Und dann hast du auch keine dann Chance. Dann ist da hinter ein Aufruhr. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, er ist ja einfach ein geniales Pferd. Wobei auch der Weg einfach mit Hamilton nicht einfach war. Ne? Du hast mir erzählt, ihr habt erst so mit 8, 9 gemerkt, ey, eigentlich ist das ein richtig guter Sportler. Vorher hat das nicht unbedingt so ausgesehen. Er hatte nicht so die Ambitionen dazu eigentlich. Also eigentlich wollte er lieber auf der Weide stehen und gar nicht angeritten werden. Also mein Vater hat ihn auch den vierjährig einmal freispringen lassen und dann hat er ihn zurückgebracht und gesagt, also ich habe hier wirklich was gezüchtet, was einfach gar nicht springen kann. Das ist aber ungünstig. Ja, es war wirklich so, dann wollte er ihn als Dressurpferd verkaufen, aber auch da wollte ihn keiner und dann, letztendlich mussten wir ihn ja irgendwann anreiten und dann war er schon Ende 5 und dann ist er 6-jährig, glaube ich, eine Eignung gegangen, in der er auch letzter war. Doch. Aber ich hatte auch nur dieses Pferd. Ich konnte also ich wollte gerade sagen, woher hast du denn den Mut genommen, weiterzumachen? Also meine Schwester hat immer schon gesagt, das ist ein gutes Pferd. Auch mein Vater hat dann, nachdem er eine Geländepferdeprüfung gegangen hat, hatte er eine ganz gute Einstellung, weil er eigentlich immer überall rübergesprungen ist. Mhm. Auch wenn er nicht springen konnte und es so komisch aussah, aber er ist immer überall rübergesprungen. Naja, meine Schwester hat in die ersten Geländepferdeprüfungen geritten und da war er nie platziert. Also fürs Bundeschampionat hätte es nie gereicht. Aber er ist immer drüber gegangen. Und meine Schwester hat gesagt, das Gefühl da oben drauf ist super. Also das, weil der immer durchgezogen ist. Und dann habe ich ihn halt 7-jährig übernommen. Da war ich fertig mit dem Abitur und hatte ja nur ihn. Also letztendlich musste ich mich ja irgendwie mit ihm einfummeln, weil irgendwas wollte ich halt gerne reiten. Und dann ging das so los. Aber in unserer ersten A4-Seitigkeit ist er auch einfach an Sprung 1 umgedreht und nach Hause gerannt. Also bin ich auch, weil der Sprung blöd war. Ja, weil er einfach, der wollte nicht, hat keine Lust. Sprung 1 rüber und dann andere Richtung und zu den anderen. Also er weiß, was er will. Ja, ja. Aber inzwischen ist es ja so, dass du dich sehr auf ihn verlassen kannst. Ja. Das haben wir schon viele Male gesehen. Aachen 2017, das erste Mal, war, glaube ich, so ein erster Riesenmeilenstein, wenn ich das weiß. Wir haben einen kleinen Film gemacht, mitgebracht aus Wiesbaden dieses Jahr. Da habt ihr 2 gewonnen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also in Wiesbaden wusste ich halt, man startet ja im Gelände in umgekehrter Reihenfolge, also die Besseren zum Schluss. Nach mir kam noch Dirk, vor mir war Jérôme Robigny. Und ich weiß, der reitet schnell. Also das war mir schon vorher bewusst. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Also ich muss jetzt schnell reiten, damit ich hier auch mal was abkriege. Und dann haben wir es halt auch gehen lassen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das hast du aber definitiv in die Tat umgesetzt. Wiesbaden ist ja alles ein bisschen kleiner, enger in dem Park. Aber das hat dich nicht gestört, Vollgas zu nehmen. Ja, also das ist sicherlich mit so einem großen Pferd wie Hannes ein bisschen schwieriger. Aber er ist sehr wendig, obwohl er sehr groß ist, sehr wendig und auch... Er verliert ja keine Zeit am Sprung, wie man hier sieht. Er springt rüber und galoppiert weiter. Also das ist jetzt, man kann ihn sehr eng wenden, man kann auch schnell reiten zwischen den Sprüngen. Von daher fiel ihm das auch leicht, da auf dem Kurs schnell zu gehen. Aber es ist sicherlich einer der schwereren Kurse, in die Zeit zu reiten, weil er einfach so eng ist und viele enge Kurven kommen. Und hier der Zieleinlauf, der ist ja immer im großen Springplatz. Jo, da hast du jetzt aber wirklich nochmal die letzten Sekunden. Ja. Jede Sekunde zählt. Also im nächsten Leben wirst du Jockey, glaube ich, oder? Das sieht relativ so aus. Aber genauso, er ist gut drauf und genauso ist die Ambition, hoffe ich, für Lumühlen, die Europameisterschaft im eigenen Land. Was ist das jetzt für ein Gefühl 3 Wochen vorher? Spannend, aufregend auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was da kommt, was auch da steht im Gelände, was wir dann bewältigen müssen. Letztendlich, glaube ich, ist es im eigenen Land noch mal was ganz Besonderes, weil wir erstens mal viel mehr sind. Also wir sind ja 12 Reiter, die starten dürfen. Also wir sind ein viel größeres Team. Dann haben wir natürlich viel, viel mehr Input von zu Hause. Also die Zuschauer sind, glaube ich, unheimlich viele, werden in Lumühlen da sein, die einem anfeuern, denke ich. Wird deine ganze Familie mitkommen? Ich denke, die ganze nicht, weil einer muss ja immer hier zu Hause sein. Wenn die ganze ist Lumühlen auch fast schon voll. Das ist eigentlich schwierig. Also alle können eigentlich nie mitkommen. Es ist auch oft für die Kinder auch
Für Leonie ist es vielleicht schon was Besonderes, aber Ole ist eher so, dass es einfach noch zu viel für den wird. Er ist einfach noch zu klein, denke ich. Wir müssen einmal einsortieren. Leonie ist jetzt 10. Leonie ist 10 und reitet ja schon. Genau. Für Leonie ist es spannend. Die hatte ich auch mit in Aachen dieses Jahr. Und Ole ist aber einfach, der hat da noch keine Lust zu drauf. Sind noch zu viele. Es sei denn, uns ein Fußball mit. Er ist ja, glaube ich, Kicker. Ne? Ja, genau. Von daher, aber es wird auf jeden Fall was Besonderes, denke ich. Man sagt immer, Vielseitigkeitsreiter haben einen ganz besonderen Draht zu ihren Pferden. Ich widerspreche ja gern, weil ich glaube, dass Dressurreiter den auf jeden Fall auch haben. Nichtsdestotrotz, du und Hannes, Hamilton, wie auch immer wir ihn nennen, ihr habt ganz sicher einen ganz speziellen Draht. Wir haben ihn vorhin sozusagen schon mal ein bisschen privat befragt oder dich zu ihm privat befragt. Das schauen wir uns mal an. So, Josefa, jetzt stehen wir bei dem totalen Star. Ja, das sind natürlich auch noch zwei, klar, logisch, Albert und Anton. Aber ich meinte schon den Hannes hier. Hamilton sagt, glaube ich, gar niemand. Oder? Wenige. Du hast diesen wunderschönen Satz gesagt, Hannes, weil er ein richtiger Hannes ist. Mhm. Wieso ist er denn ein richtiger Hannes? Was meinst du damit? Na, er ist halt so ein Rüppel, ne? Also er ist, mein Vater hat ihn früher, als er Fohlen war, hatten wir den Namen mit H. Und hat ihn dann eben Hannes genannt, weil er einfach nur Blödsinn... Man muss vielleicht kurz dazu sagen, selbst gezogen, das ist natürlich die Krone. Und wir hatten früher unsere Fohlen eigentlich immer alle auf der Jährlingsweide, außer ihn, weil er einfach nur Blödsinn gemacht hat. Er ist über den Zaun gesprungen, ist von seiner Mutter abgehauen und hat wirklich nur Quatsch gemacht. Und so ist er halt bis heute auch. Er ist so ein richtiger Rüpel. Wenn er an Wassereimer will und da steht eine Schubkarre dazwischen, dann rammelt er über die Schubkarre rüber. Und er ist halt wirklich ein richtiger Hannes, ein Chaot. Also er tritt gegen die Tür so lange, bis er Futter hat. Das ist einfach... Okay, also ja. Er macht sich bemerkbar. Ja. Ein Chaot, okay, verstehe ich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite im Gelände kannst du dich, oder sieht es nur so aus, dass du dich da voll drauf verlassen kannst? Voll. Kann ich mich, oder? Ja. Also er macht eigentlich alles möglich. Also ich bin jetzt auch kein super Profi-Reiter, der immer perfekt zum Schwung reitet. Ich hatte auch schon mal eine schlechte Distanz oder ziehe zu viel oder kann auch mal alle möglichen Sachen passieren. Und er versucht eigentlich immer alles möglich zu machen. Er macht zur Not einen kleinen Galoppsprung dazwischen oder springt früher ab und nimmt mich mit. Ja, eigentlich kann ich mich davon, wenn ich nicht alles komplett schief hinlege, dann versucht er schon alles möglich zu machen. Ich meine, die Stärke ist euer Gelände, ich glaube, das ist klar. Ja. So Dressur und Springen, wie hast du eben salopp formuliert, das wäre auch nichts mit uns geworden. Aber so ein bisschen muss es ja trotzdem klappen. Wie trainierst du ihn denn? Viel dressurmäßig oder sagst du auch, nö, das ist nicht so meins, lasse ich lieber weg? Oder wie ist so eure Strategie? Also jetzt versuche ich ihn halt durchlässig zu halten in der dressurmäßigen Arbeit. Also ich versuche ihn viel in die Tiefe zu arbeiten, über den Rücken zu arbeiten, weil er hat auch nicht den perfekten Rücken und das perfekte Körperbaugestell, dass er von sich aus so ist, sondern man muss ihn schon so arbeiten. Dann springe ich zu Hause eigentlich gar nicht. Also ich mache nur so Cavaletti-Arbeit und kleine Sachen, damit er einfach Spaß und hat und motiviert bleibt und einfach sich so ein bisschen bewegt. Dann geht er viel ins Gelände. Gelände heißt jetzt aber nicht trainieren, nein, Gelände, auch Bummelgelände. Mal, genau, ausreiten, einfach mal ein bisschen auch die Seele baumeln lassen, so ein bisschen Pferd sein. Dann geht er natürlich viel auf die Weide, auf den Paddock mit seinen Kumpels, das braucht er auch. Also wenn er vom Turnier nach Hause kommt, die Woche danach, hat er eigentlich wirklich Freigang, sag ich mal. Und wenn er direkt vom Turnier kommt, dann bestimmt er ja, wo es hingeht. Ja, ne? Es ist egal, um welche Uhrzeit. Egal, auch wenn wir sind aus Polen wiedergekommen morgens um 5. Es wurde schon hell. Er geht in die Box, pinkelt und schmeißt seine Schiebetür auf. Und da kannst du auch machen, was du willst. Du kannst dich vor ihn stellen. Das bringt alles nichts. Er geht raus. Und dann geht er auf seinen Paddock und schmeißt sich in Dreck und macht alles, was wir schön gewaschen haben und mit Glanzspray besprüht haben, weg. Also einmal wieder richtig. Er hasst es einfach. Er hasst es wie die Pest. Er hasst es, gewaschen zu werden. Er findet es einfach eklig und das muss runter. Und dann, also, wenn er dann sich gewälzt hat, dann geht er zufrieden einmal gucken, ob alles noch so ist, wie es war, als er weggegangen ist. Und dann geht er in seine Box und frisst. Also dreckig ist einfach cool. Dreckig ist cool. Dreckig ist sein Ding. Und du hast sein bester Kumpel, der ist auch hier. Ja. Und das ist ja lustigerweise sein Bruder. Ja, es ist sein Vollbruder. Also er ist er ist einfach mit dem aufgewachsen. Er steht sein ganzes Leben lang neben ihm in der Box. Also seit er vierjährig, fünfjährig ist.
Gehen immer zusammen auf den Paddock, die gehen zusammen auf die Weide, sind früher auch zusammen aufs Turnier gefahren. Von daher ist das schon, und der wird auch immer erstmal gebissen, wenn er nach Hause kommt, lustigerweise. Also er kommt, spinnt ihn an, macht die Gamaschen alles ab und dann wird sein Bruder erstmal einmal gekniffen, damit er weiß, hier, ich bin wieder da. Ich der Heck. Okay. Ja, es ist schon, also ich glaube, die beiden kannst du auch nicht trennen. Die sind einfach zusammen wie Arsch auf einmal, die grauen sich auf dem Paddock, die lieben sich, die hassen sich, aber die würden sich niemals kloppen in dem Sinne. Aber das ist schon, ich glaube auch, jedes Pferd braucht seinen besten Kumpel, wie wir halt als Menschen auch. Wahrscheinlich. Aber ja. Auf dem Turnier, da kommt der jetzt, es gibt ja welche, die nehmen das dann auch mit aufs Turnier, den besten Kumpel, damit die... Das kann ich mir nicht leisten. Da muss er dann hier bleiben. Da muss er leider hier bleiben. Also die Boxenpreise sind schon hoch. Also das, wenn er zu zweit fährt, merkt man das schon, dann klebt er eben an dem Pferd, was dann gerade mitfährt, dann wird er halt auch mal hinterher. Aber er ist dann nicht so, dass er da immer einen Kumpel braucht auf dem Turnier. Es ist auch, wenn er alleine ist, wird er halt von seiner Pflegerin, der Kurdela, betüdelt gemacht und getan. Das findet er auch ziemlich cool, glaube ich. Also sag mal, du bist vielleicht nicht ganz groß, ich bin auch nicht riesig, aber er ist für einen Buschi schon enorm groß. Ja. Ist das irgendwie, guck mal, knapp. Pass auf deine Füße auf. Ja, ich habe eben gedacht, es war knapp. Ist das manchmal ein bisschen schwieriger, ihn zusammenzuhalten, irgendwelche Wendungen zu kriegen? Ja. Oder ist der so eifrig, dass er das alles wettmacht? Also lustigerweise, so groß wie er ist unheimlich leichtrittig. Also schon als junges Pferd, der war immer wie so ein, also wie so ein Pferd mit Gangschaltung. Also du setzt dich drauf und reitest los und wenn du dich nach vorne lehnst, ist Gas und nach hinten lehnst, ist Anhalten sozusagen. Und der ist wirklich in der Startbox schwer zu halten und auch schwer zu bändigen. Dann wird er auch kopflos teilweise. Aber wenn es dann losgeht... Ich kann mich erinnern, dass Hans Menzel schon manchmal helfen musste. Ja. Ne? Also aber wenn es dann losgeht, ist es einfach wie Autofahren. Also das ist wirklich, du hast nichts, der geht galoppiert immer oben, er ist immer schön an der Hand, du kannst leicht bremsen, du kannst leicht wieder zureiten. Es ist einfach, es macht einfach Spaß. Du hast nie lange Arme, es ist nie so, dass er pullt oder nach unten drückt. Es ist einfach sein Ding, es ist genau sein Ding. Also da haben sich zwei gesucht und gefunden, ja, glaube ich, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, er lag als Fohlen auf meinem Schoß. Ich glaube, jetzt würde er es ab und zu auch noch mal gerne tun. Aber das geht nicht mehr. Das ist schon, er ist ja aufgewachsen und hier wird er auch sterben, wenn er mal, hoffentlich nicht früh. Ich wollte gerade sagen, hat noch ein bisschen Zeit. Er hat noch jetzt ein bisschen Zeit. Erstmal noch Euro. Aber er wird diesen Hof nicht verlassen. Na, guck mal, dann frisst du noch ein bisschen. Und dann drücken wir auf jeden Fall für die Euro schon mal die Daumen, Hamilton. Hä? So, Josefa, jetzt wissen wir fast alles über Hannes. Jetzt wissen wir noch gar nicht so ganz viel von dir. Du hast gesagt, der Hannes ist ein Rüpel. Er ist total zuverlässig im Gelände, wie Autofahren mit Gangschaltung. Und bestimmt aber hier ganz klar, wann er aufs Paddock oder auf die Koppel will. Jetzt würde ich schon gerne noch wissen, was bist du denn für ein Typ? Oh Gott. Also rüpelig, das will ich dir jetzt auf keinen Fall unterstellen. Aber wenn ihr jetzt, wie du schön gesagt hast, aus Polen morgens um 5 wart ihr hier zu Hause, da ist ja der Adrenalinspiegel wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen aufgeregt. Was machst du dann, wenn du sagst, ey, jetzt will ich mal so richtig das letzte Wochenende genießen? Gibt es so Momente, Auszeiten für dich? Ja, die gibt es schon. Also Auszeiten in dem Sinne, dass ich vielleicht mal nicht den ganzen Tag im Stall bin, sondern vielleicht mit meinen Kindern mal was Schönes unternehme, mit meiner Familie essen gehe. Das sind schon so Momente. Die Selbstköchin bist du nicht so, ne? Nein. Das habe ich schon mir erzählen lassen. Also es gibt natürlich auch mal warmes Essen. Also es gibt auch mal warmes Essen. Ich koche auch mal was, aber dadurch, dass es halt hier auch immer sehr viel, sehr schnell gehen muss, also sind es dann eher die Nudeln mit Tomatensauce oder mal ein Salat schnell. Lecker. Aber letztendlich, wenn wir wirklich mal Zeit haben, gehen wir halt auch ganz gerne wirklich mal essen oder genießen mal, gehen mal irgendwo in eine Therme oder auf irgendeinen tollen Spielplatz oder irgendwas machen wir, dass die Kinder auch mal wollte ich gerade sagen, Welt die fordern das ja wahrscheinlich auch, ne? Irgendwas ja, das versuchen wir schon auch. Und das sind dann schon so Auszeiten, die ich dann auch genieße, auf jeden Fall. Urlaub, ist das überhaupt ein Thema? Mein Mann, zum Leidwesen meines Mannes eher nicht. Also er war dieses Jahr alleine im Sommerferien mit meinen Kindern unterwegs. Okay. Die sind nach Österreich gefahren. Und dadurch, dass das mit den Turnieren ja immer ein bisschen schwierig zu vereinbaren ist und man lieber, also dann da das eine Turnier noch hat, da das andere, das kann man nicht abschlagen, kann man nicht verschieben. Es ist dann eher so, dass man sagt, okay, dann fahren wir lieber im Herbst. Aber dann schon? Dann fahren wir. Also okay. Deswegen, diesen Sommer war er alleine einmal
Und wenn jetzt nicht unbedingt ein Championat ansteht, dann würde ich auch im Sommer auch mal eine Woche mitfahren. Aber dieses Jahr war es halt einfach ein bisschen schwierig mit Training und Aachen und sowas alles. Dann hast du noch so nett gesagt, also der Weg oder vielmehr in der Startbox ist mit Hannes ein bisschen schwierig. Da will er einfach los, da ist er an. Wie bist du denn? Bist du dann, willst du auch los oder bist du dann eher so ein bisschen ruhiger, konzentrierterer Typ? Was bist du für ein Typ dann? Also ich glaube, das könnte meine Freundin Cordula Apel, die auch immer mit Kopf her zum Turnier als Pflegerin, die können das bestimmt besser beantworten als ich. Ich glaube, die weiß, ich bin tierisch aufgeregt vorm Gelände. Also ich rede eigentlich nicht mehr viel. Ich bin so, also Okay. Wir sind echt jetzt so ein eingespieltes Team. Sie macht alles so im Stall und ich gehe dann nochmal Gelände ab, mache nochmal dies und dann ziehe ich mich aber auch zurück. Also dann ziehe ich mich mit dem LKW zurück. Manchmal schlafe ich tatsächlich auch mal. Ach komm, echt? Die Ruhe hast du dann aber? Doch, ich muss sogar mich zwingen, mich hinzulegen und zu schlafen. Mal so die wollen mitreden. Und einfach auch mich nochmal zu konzentrieren auf das, was da jetzt kommt. Also ich gehe nochmal die Strecke durch im Kopf. Wo muss ich aufpassen? Was muss ich machen? Das ist schon so. Aber wenn ich dann drauf sitze, ist eigentlich gut. Das ist, wenn man losgeritten ist, genau. Fokus. So, das davor ist alles so, man guckt sich vielleicht nochmal ein, zwei an, wenn man die Möglichkeit hat, guckt, wie reiten die das. Aber dann ist es auch so, dass ich mich zurückziehe und sage, okay, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt konzentriere ich mich auf mich und das, was da kommt und versuche das zu fokussieren. Und dann, wenn dir so ein richtig cooler Parcours, wie wir es gerade gesehen haben, ein cooler Kurs gelingt, wie in Wiesbaden, du gewinnst die Prüfung. Und dann wird hier abends, steht wahrscheinlich gut Weizrot, total Kopf und du machst eine riesen Party oder feierst du eher im Stillen? Also das hatten wir tatsächlich noch nicht, dass wir hier eine riesen Party gefeiert haben, weil meistens kommen wir relativ spät nach Hause. Es ist ja so, dass wir Vielseitigkeitsreiter meistens einen langen Weg haben und meistens sehr spät nach Hause kommen und dann alle am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Also ich muss montags arbeiten, mein Mann auch und alle, die dazugehören, müssen auch montags morgens wieder los. Von daher ist es eher so ein freudiger Empfang, logischerweise. Wenn wir alle noch wach sind, dann freuen sich alle, aber so eine große Party feiern wir eigentlich nicht mehr. Ist eher so, also ich sehe schon, wir müssen mal ein freies Wochenende für dich ausgucken. Es ist natürlich immer schön, nach Hause zu kommen, aber oft ist es sehr spät und dann packt man alles aus und schläft. Grund genug zum Feiern hättest du ja, denn du hast vorhin so nett gesagt, manchmal ist es komisch, wenn ich so als Halbamateur zwischen den ganzen Profis sitze. Ich meine, du bist seit wie vielen Jahren jetzt im Kader? Ich glaube seit 2013? Ich glaube 2013. Okay, wir glauben zusammen, dann wird das stimmen. Sagtest du selber, wenn dir das mal einer vor 10, 12 Jahren gesagt hätte, hättest du gesagt, Quatsch. Ja. Aber du reitest wirklich oben mit, ist das schon manchmal so, dass man so sich greifen muss, so nach dem Motto, ups, ist echt wahr? Ja, also manchmal denke ich mir, warum bin ich jetzt eigentlich hier, was mache ich jetzt hier? Und dann gucke ich mir mein Pferd und denke, okay, das ist auch dein Verdienst, also du hast das hier hingeschafft, das war nicht nur ich, sondern war irgendwie so dieser Weg dahin, war schon steinig und hart, aber wenn man sich das dann wieder anguckt und sagt, okay, das haben wir jetzt gemeinsam hier hingeschafft, und es ist schon cool, dass wir das so geschafft haben und zwischen Ingrid, Michi und Divo und Co. in einer Pressekonferenz sitzen, dann denkt man sich auch, könnte man sich dran gewöhnen, macht schon Spaß, ist schon cool. Aber ich weiß auch, das normale Leben zu schätzen, also das ist schon gut. Gibt's denn schon, ich hätte fast gesagt, einen Nachwuchs-Hamilton? Hier hast du ja, schöne Pferde hier stehen. Ja, schön, wir haben schon mal rumgeguckt. Also einer, dem du zutraust, also okay, ein Pferd ist immer einzigartig, aber einen, dem du zutraust, der kann auch da oben mitspielen? Zutrauen tue ich denen, glaube ich, allen. Das ist ja immer so eine Sache. Es geht ja immer, muss ja vieles zusammenspielen, dass sie das schaffen. Und das von junges Pferd bis da oben hin ist ja auch ein weiter Weg. Also Hannes, sechsjährig, so wie die hier, sie ist schon Bundeschampionat gegangen einmal. Das hat Hannes nie geschafft. Das muss man dazu sagen. Also, man kann nicht immer sagen, wenn das junge Pferde sind, wird das mal ein guter oder wird das vielleicht doch eher was zum Verkaufen oder wie auch immer. Also wird das einer für S oder nicht. Das kann man ja gar nicht so sagen. Das entwickelt sich halt. Ne? Die süße Maus, die geht halt jetzt schon 3 Sterne sehr gut, ist auch schon mal 4 Sterne gegangen, aber die habe ich halt auch noch nicht so lange. Wir kennen uns noch nicht so gut. Das muss halt alles zusammenspielen. Ne? Sowas geht halt nur, wenn man eine Einheit ist, sage ich mal. Und das dauert natürlich seine Zeit. Also ich könnte jetzt nicht sagen, mit dem reite ich jetzt nächstes Jahr sofort Euro oder Tokio.
Das stimmt. Tokio, ja. Sehr intensiv. Also das dauert halt noch eine Weile, glaube ich. Also das habe ich jetzt nicht im Stegreif aus der Tasche einen, der das gehen kann. Also du hast Potenzial, an das Potenzial, du glaubst, ja, und wir werden beobachten, was daraus wird. Wenn du nicht reitest, hast du vorhin uns schon gesagt, nachmittags hast du dein Arbeitszimmer, das durften wir uns ja vorhin schon angucken. Und wir durften auch, danke nochmal dafür, eine kleine Lehrstunde in der Physiotherapie mit Pferden uns angucken und das schauen wir uns einfach mal an. So, ich würde sagen, jetzt sind wir im zweiten Arbeitszimmer von Josefa. sag uns einmal ganz kurz, wen haben wir hier? Das ist Geke Equigrip's Simple Smile. Also Geke Equigrip kommt eben von dem Dr. Gerd Kellner, der auch das Therapiezentrum erschaffen hat und dem dieses Pferd, dieses tolle Pferd gehört. Okay, und du zeigst uns jetzt mal so ein bisschen, was du mit deinen magischen Händen, also bei Menschen würde man, glaube ich, manuelle Therapie sagen, oder? Ja, was? Physiotherapie, Massagen, manuelle Therapie. Ganz kurz vielleicht für jemanden, der es nicht versteht. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wenn ihr sagt, das Becken ist ein bisschen schief. Ich meine, so ein Pferdebecken, ne, das ist ja, boah, das ist ja ein echter Knochen. Das ist ja, können da diese kleinen hier zarten Fingerchen wirklich was bewirken oder was genau machst du? Also dadurch, dass ich das halt schon viele Jahre mache, habe ich, glaube ich, auch gewisse Kraft in den Fingern. Die braucht man schon. Die brauchst du schon. Also um einen Muskel wirklich richtig gut zu bearbeiten, braucht man schon ordentlich Kraft, also Kraft und Gefühl vor allen Dingen auch. Du musst die Verspannung ja schon erspüren und die musst du dann auch mit deinen Fingern und den bestimmten Griffen lösen. Was sind die Hauptstellen am Pferd, die bearbeitet oder behandelt werden? Also das Genick ist oft ein Problem beim Pferd, ne, weil es gibt ja Pferde, die sich auch gerne ins Halfter hängen und tatsächlich dann auch hier oben im Nackenband und im Genick wirklich Probleme kriegen. Von daher behandle ich viel das Genick mit, also ich spüre immer einmal das ganze Pferd durch und dann gucke ich eben, wo sind die Baustellen, wo sind die Probleme, natürlich auch muss man sich einmal anhören, was los ist mit dem Pferd, wenn man ein Pferd bekommt. Und ich behandle auch sehr viel den Hals, ne, und Hals- und Schultermuskulatur, weil gerade wenn man diesen Muskel hier hat und dieser Muskel ist dafür zuständig, die Schulter mit zu bewegen und dass alles beweglich ist. Und wenn der extrem fest ist, kann die Schulter und das Ganze sich auch nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, es geht auch immer auf das Pferdebein an sich. Ne? Wenn die Schulter sich nicht richtig bewegen kann, nicht elastisch ist dann, und die Muskulatur das festhält, dann ist die Landung natürlich dementsprechend schmerzhafter, ne? Weil die Schulter gerade in der Landung, wenn ein Pferd landet nach dem Sprung, muss ja beweglich sein. Ja. Ne? Sonst heißt, wenn du sagst, du behandelst den Muskel, was machst du? Du massierst ihn? Ich massiere ihn. Also ich versuche schon, da richtig reinzugehen und den Muskel zu bearbeiten, ne? diesen ganzen Trakt hier. Ne? Und den muss man schütteln und bewegen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da natürlich ganz schön lange dranbleiben, damit der Muskel anfängt loszulassen. Und was heißt lange? Dann massierst du auch schon mal so eine Viertelstunde am Stück? Ja, also wenn das richtig doll fest ist, also es kommt ja immer aufs Pferd drauf an, genauso wie bei Menschen auch, wenn der Nackenmuskel fest ist, dann musst du eben gucken, ist keine Zeitangabe in dem Sinne, sondern man muss einfach spüren, wann lässt der Muskel nach. Wann fängt das Pferd an zu kauen, wann hast du was gelöst, sag ich mal. Ne? Ich nehme an, der Rücken, das ist doch wahrscheinlich dein Hauptarbeitsort, hätte ich fast gesagt. Ja, auch. Also es gehört ja alles mit dazu und ich bin leider ein bisschen klein, ich brauche für jedes Pferd immer einen Hocker und es ist auch generell besser, man behandelt das Pferd von oben. Ich finde es auch ziemlich cool, wenn ich hier rangehe und dann tastet man eben halt einmal die ganzen Wirbel durch. Ne? Man guckt, wo sind die Verspannungen, wo ist das Pferd empfindlich, wo kann ich ansetzen, ist das Pferd beweglich im Rücken, ist es... Was hast du jetzt gemacht? Ne, das sind zum Beispiel so, genau, das sind solche Mobilisationstechniken, sage ich mal. Wo du merkst, wie beweglich ist denn der Rücken. Ne? Weil es sind bestimmte Reflexpunkte, die du dann drückst, um zu sehen, wie beweglich ist das Pferd, kann es sich überhaupt bewegen, sind irgendwo Probleme in der Wirbelsäule. Du merkst es auch schon an der Muskulatur, wenn die Muskulatur neben der Wirbelsäule extrem fest ist, dann hast du da auch logischerweise deine Probleme. Und diese riesigen Muskeln, das sind ja wirklich richtig, kannst du die tatsächlich lösen oder geht all das wahrscheinlich nur in der Kombination mit Aquatrainer, Reiten, Longieren etc.? Also wenn ich ein Pferd bekomme, dann versuche ich das immer vorher zu behandeln, bevor ich es in den Aquatrainer stelle. Also ich taste es einmal durch, um zu gucken,
Wenn es dann im Aquatrainer ist, ist es ja eine bestimmte Mobilisation, die das Pferd machen muss. Also durch die Bewegung im Wasser mobilisiert sich das Pferd ja auch. Und wenn ich die Muskulatur vorher locker mache, habe ich natürlich einen größeren Effekt, wenn die dann im Aquatrainer sind. Von daher löst es natürlich auch die Muskulatur. Aber ich selber gehe auch viel einfach hier dran an die großen Muskeln und bearbeite die genauso wie beim Menschen auch. Also es ist nichts anderes. Die Muskulatur ist genau die gleiche. Und du hast ja auch mal Menschen, die extrem groß sind, wo du als kleiner Therapeut auch zusehen musst, dass du da dran kommst. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ein paar von unseren Zuhörern, Zuschauern, viele haben sicher ein Pferd und würden auch gerne mal fühlen. Gibt es sowas, dass du sagst, oh, das kann man als Pferdebesitzer auch ohne Erfahrung machen, oder sagst du lieber Finger weg? Es gibt viele Techniken, die Pferde gerne mögen, wo ich auch meinen Pferdeleuten, wo ich hinfahre oder die auch hierher kommen, immer Hausaufgaben, sage ich mal, mit aufgebe. Ja. Man kann zum Beispiel wirklich hier hinten an die Schweifrübe gehen und kann anfangen, das Pferd zu schütteln. Ja, das ist immer, sieht man ja schon, das geht immer bis vorne durch. Man hat immer eine gewisse Mobilisation. Ich passe nicht richtig auf. Ne? Hier draußen ist natürlich auch nicht so einfach, aber das sind so Sachen, die kann man immer machen mit dem Pferd. Man kann es mobilisieren, man kann die Muskulatur generell einfach durchtasten und so ein bisschen, wo man merkt, oh, da ist das Pferd, jetzt fängt sie schon an zu kauen. Hier ist das Pferd empfindlich, hier kann ich einfach rangehen und so ein bisschen die Muskulatur mit massieren. Da kann ich nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch machen, gar nichts. Man kann auch hier vorne an die Halsmuskulatur gehen und einfach hier wirklich mal so ein bisschen anfangen, diesen großen Muskel zu bewegen. Damit kann man überhaupt nichts falsch machen. Ne? Also das ist, oder was auch eine schöne Aufgabe für Pferdebesitzer sind, die gerade nicht so viel Ahnung davon haben oder gerne was machen wollen zu Hause, ist Hautrollen. Man kann die Haut abziehen. Na, das finden die Pferde, und wenn die wirklich... Das sieht aber ziemlich grob aus. Ja, aber ist nicht grob. Aber ne? Sie löst einfach die Haut von dem Bindegewebe. Und wenn ein Muskel ziemlich fest ist, dann ist die Bindegewebsstruktur auch fest. Das heißt, wenn ich die Haut ein bisschen ziehe, löse ich natürlich das Bindegewebe und löse auch damit natürlich so ein bisschen die Verspannung. Ja, das sind so Sachen, die kann man eigentlich gut zu Hause machen, wo man nicht viel falsch machen kann. Und das spürst du am nächsten Tag beim Reiten, wenn du einen behandelt hast, spürst du wahrscheinlich sofort. In der Physiotherapie ist es ein bisschen anders als in der Osteopathie. Ich sage meinen Leuten immer, sie sollen die Pferde bewegen nach dem Anschluss von der Behandlung, dass sie eben nicht so Muskelkater bekommen. Und man muss eigentlich am nächsten Tag, wenn man das Pferd reitet, schon eine Lockerung oder eine Besserung merken. Das ist schon, kann natürlich auch mal sein, wenn ein Pferd extrem fest ist, dass es am nächsten Tag Muskelkater hat. Mhm. Aber in der Regel laufen die eigentlich schon auch lockerer und besser. Mhm. Ja, super. Schnellkurs Physiotherapie. Vielen Dank dafür. Nicht zu danken. So, also das Fazit ist ganz klar. Morgen alle die Pferde schütteln und so ein bisschen die Haut wegziehen. Josefa, jetzt bleibt uns nur noch vielen, vielen Dank zu sagen. Das war ein hochspannender Tag hier bei dir. Und jetzt würde ich mal sagen, alle Mann, super gedrückte Daumen für die Euro. Vielen Dank. Zweieinhalb Wochen sind es noch. Und wir wünschen euch echt, das wird ein super Kurs irgendwie. Ich glaube, das spürt man schon. Ja, erstmal müssen wir ankommen, aber schön, dass ihr da seid und da wart. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir kommen gern nochmal. Ja, sehr gerne. Immer zu. Also, tschüss. Tschüss.